Crash macht wieder das, was er am besten kann, und zwar Jojo spielen. Und jetzt werden wir hoffentlich auch was machen, was wir auch gut können, nämlich Relikte holen. Bei Boneyard heute. 1,21 brauchen wir hier. Beim letzten Mal haben wir schon 3 Relikte geholt im ersten Warp Room. Orient Express haben sie deutlich vereinfacht. Dafür war meiner Meinung nach Under Pressure ein bisschen schwieriger. Aber auch das haben sie in einer Weise vereinfacht, dass man da, ich sag mal, definitiv durch die Spratzeldinger kommt. Das wird uns auch bei Deep Trouble nochmal hilfreich sein. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie schwer Boneyard ist. Toad Village war nämlich auch ein bisschen schwieriger tatsächlich. Auch wenn es ja an sich kein schwieriges Level ist, aber ja. Das habe ich tatsächlich nicht gefirst tried, sondern ich glaube im dritten Versuch oder so habe ich es geschafft. Das sah im Original auch noch anders aus. So, dann checken wir mal Boneyard aus. Ich glaube, das wird auch eine Ecke schwieriger sein als im Original. Das war eigentlich relativ einfach. Also da Platin zu holen war jetzt keine Kunst. Hier bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, das haben sie echt nochmal eine Ecke schwieriger gemacht. Das können sie auch auf jeden Fall. Das, wie gesagt, das war ja einfach. Ja, die Maske, ja, dann halt nicht. Ich weiß nicht, ob wir... Ja, hier wären wir sogar gewesen. Scheiße. Gut. Die Maske sollten wir also auf jeden Fall mitnehmen, weil wir hier dann zum Beispiel durch das Gras schneller kommen und so. Ja gut, das war jetzt auch kein Akt. Einfach drüber rutschen, aber... Ne? Oh Gott, ja, das hat ja Zeit gekostet. Zum Beispiel. Oh, hier ist ein zweiter... Oh, das sah nach Nitro aus. Also, ja, das ist... Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Farblich sah es nach Nitro aus. Natürlich von der Schrift nicht her, deswegen habe ich so gedacht, ist das vielleicht der Nitro-Switch oder so? So ganz komisch irgendwie. Habe ich das gedacht? Naja. 1,21 kann, glaube ich, sowieso schon nichts mehr werden. Oh Gott, ja, vor allem, wenn ich so... Ja, komm, machst du kaputt, machst du kaputt. Heilige Scheiße. Ja, ich glaube, das wird nichts. Da habe ich zu viel verkackt, aber ist auch nicht schlimm. Dann nimmst du mit. Dankeschön. Ah, ja, jetzt toll. Jetzt habe ich zu sehr darauf geachtet, ob du das mitnimmst. Und damit war es es gleich schon. Sowohl mit dem Level als auch mit meiner Zeit. Die ist jetzt nämlich rum. Und ich habe verkackt. Jo, da fehlen gute 4 Sekunden. Das Ding ist aber auch, dass man mit dem Superman, glaube ich, schneller ist, ne? Mein schon. Das heißt, da können wir auf jeden Fall nochmal Zeit sparen, wenn wir die Maske mitnehmen. Ich wollte die auch eigentlich ganz cool im Sprung so mitnehmen, aber es hat leider nicht geklappt. Das war kacke. Hier hänge ich jetzt auch nicht an den Kisten fest, weil ich einfach weiß, dass da welche kommen und deswegen laufe ich einfach rechts drum rum. Damit sollte es auch auf jeden Fall eine gute Zeit werden. Ich habe ja, glaube ich, noch eine Zeitkiste oder so. Ich muss auf jeden Fall zurückrennen und ja, es war auf jeden Fall nicht der beste Run. Das können wir auf jeden Fall festhalten. So, jetzt nehme ich die Maske aber definitiv mit. So. Ja, man sieht ja, man ist deutlich schneller. In dem Gras war irgendwie im Original ein bisschen schöner. Wir haben jetzt auch den roten Edelstein da an der Stelle, genau, können wir auch machen. Da hüpft er auch nicht mehr so komisch hoch, das geht dann auch nochmal eine Ecke schneller. Kann natürlich sein, dass hier noch Zeit ist, aber ich vermute mal ganz stark nein. So, die eine Sekunde, genau, die habe ich vorhin übersehen. Die macht der Dino kaputt. Und ich achte mal wieder zu sehr auf den Dino, was komplett unnötig ist. Den muss ich überhaupt nicht achten. Weder ob der Zeit kaputt macht, noch ob der mich irgendwann kriegen kann. Also das ist, glaube ich, nicht der Fall. So, das muss was werden. Das muss, aber das ist wieder verdammt knapp. Oh, das wird was. Ja, aber was heißt verdammt knapp, aber... Ja, das war jetzt doch nicht so verdammt knapp. 2,5 Sekunden. Ja, chillige Sache. Sogar das schneller geschafft als Toad Village. Muss man sich mal vor Augen führen. Und jetzt kommt, ihr wisst es. Ich will nicht. Also ich will eigentlich schon, weil ich will mich an die Physics gewöhnen. Weil es eine sehr spannende Sache ist, das zu beherrschen, aber da werden einige Minuten, Stunden ins Land gehen, ehe ich das wirklich verstanden und drauf habe. So, 56 Sekunden, ich will keinen Screenshot machen, nein. Und wenn ich das machen wollen würde, dann würde ich es aus meinem Video machen. Moment, habe ich da gerade nur Gold gesehen bei den meisten? Oh, scheiße, ich drücke wieder auf die falsche Taste. Oder war das ganz nah an Platin dran? Ich weiß es nicht. Gabe ist best Meme. Was ist denn das für ein Meme? Ach nee, die sind ja alle so verstreut. Ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach, wie es aussieht, hier Platin zu kriegen. Na gut, let's go. Der mit Coco. Stimmt, ich habe das Level gerade mit Crash gemacht, ne? Ist auch egal. Ist auch egal.
sind beide gleich schnell. Schließe die Strecke ab, um einen Energieedelstein, Energiekristall zu kriegen. Ja, leck mich doch. Tja, also wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum das Level problematisch wird, sieht man hier schon mal die erste Antwortmöglichkeit, weil man einfach nicht steuern kann. Schön. Also im Endeffekt sollte hier die Devise sein, bei diesen Leveln, je weniger Rampen es gibt, desto besser. Weil die sind somit das größte Problem, würde ich sagen. Weil man halt auf die so perfekt drauf fahren muss und das quasi nicht mehr autokorrigiert, wie im Original. Also autokorrigiert im Sinne von, ja, du fährst jetzt hier ganz komisch drauf und wirst nur mal so ein bisschen in die Mitte gesetzt. Weil das Spiel Bock drauf hat. Kann ja besser um die Kurven gleiten, denke ich mal, aber das generelle Gameplay wird dadurch definitiv verschlechtert. Oder schwieriger gemacht zumindest. So. Haben wir da nicht ein Leben für bekommen eigentlich? Na gut. Das ist auch eigentlich jetzt. Wobei, das könnte man tatsächlich. Wobei, nein, der ist ja nur einmal da. Ich dachte jetzt so an die Behaving und so, ne, ne, ne. Aber wollte ich darauf hinaus, bei Behaving hat man ja auch in der Zeit-Challenge bekommt man da keine Leben für die Bienen. Und das, was ich gerade sagen wollte, aber halb abgebrochen habe, war, dass man hier ja vielleicht ein Leben farmen könnte, wie bei Behaving im zweiten Teil. Aber der Typ ist ja immer nur einmal da, dann ist er weg, dann ist er tot. Deswegen geht das wahrscheinlich nicht, ne? 56 Sekunden ist, glaube ich, tatsächlich die Originalzeit, allerdings werde ich es nicht erreichen. um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was ich so großartig falsch gemacht haben soll. Da fehlen ja wieder mal 5 Sekunden oder so. Ja, das stimmt nicht mehr. Es fehlen 2 bis 3, ja eher 3 Sekunden. Schön, der Jetski fährt auf jeden Fall noch ins Ziel. Ja, dennoch, ich weiß nicht, was ich besser machen soll. Tut mir leid. Da gab es jetzt eigentlich nicht wirklich viel, was man da... Halt die eine oder andere Kurve vielleicht schöner. Ich habe jede Zeitkiste mitgenommen. Ne? Aber Kurven eng nehmen ist so eine Sache in dem Spiel, im Remake. Deswegen, ja. Was wollen die von mir? Eine bessere Zeit, ja. Aber wie? Ah, okay, hier habe ich gewartet wegen der Maske. Ja, das ich erinnere mich. Das war knapp. Hier die Kiste schön holen im Drift, genau. Hier habe ich auch Zeit verloren, ja. Ich erinnere mich. Weil ich dachte, die Kanonenkugel würde mich noch treffen, aber sie trifft mich natürlich nicht mehr. Es ist auch schön, dass diese Möwe mich überhaupt nicht interessiert, weil die Kiste mich nicht interessiert, ob der sie sitzt. Hier war ich, glaube ich, ein bisschen langsamer. Ich weiß nicht mehr, wo ich meine Maske verloren habe. Auch hier ganz unnötig mal wieder. Aber gut, hier der Masken. Verlust, der nicht auf Mask Abuse beruht, also absichtlich in Masken verlieren, ist unnötig. Das war mehr oder weniger beabsichtigt, weil ich da nicht bremsen wollte. Das war die logische Konsequenz daraus, dass ich da jetzt dann gegenknalle. Bin ich wirklich besser, ne? Ja, wobei, ja, ich bin ein bisschen besser, glaube ich, aber wird trotzdem noch nicht reichen. Es wird nicht reichen. Knapp nicht, aber es wird nicht reichen. Sehen wir hier. Also eine Sekunde fehlt noch. Eine gute Sekunde. Wo kriege ich jetzt noch eine Sekunde raus? I don't know. Im Endeffekt kriegt man hier jetzt nur noch Zeit raus, wenn man alle Zeitkisten schon hat. Eben durch Kurven enger fahren. Aber das ist natürlich jetzt schwierig. Wirklich sehr schwierig. Okay, das habe ich besser gemacht. Da war ich jetzt ein bisschen enger. Weil ich jetzt ein bisschen gedriftet bin. Driften kann man hier tatsächlich, ich sag mal, ganz gut. Also besser als im Original so ein bisschen. Und da bricht man wirklich richtig aus. Kommen wir zumindest so vor von der Steuerung her. Und dadurch kann man solche Kisten auf jeden Fall schöner kriegen. Aber... Ja, da muss man natürlich auch rechtzeitig anfangen und sowas. Und ja, das ist Feintuning. Wir befinden uns schon im Feintuning. Das heißt ja schon nichts. Aber gut, vor was anderem hatte ich hier eigentlich auch gar nicht Angst in dem Level. Wirklich nur wegen diesem Feintuning, wie man am besten Kurven fährt. Aber dennoch bin ich irgendwie schon besser drin als erwartet, was jetzt einfach die reine Steuerung angeht. Ich habe bisher jede, also auch im First Try, jede Rampe getroffen, jede Kiste da bekommen. Das macht mich schon ein bisschen stolz. War jetzt mal ein bisschen experimenteller, hat aber geklappt. Können wir mal ein bisschen abusen. Sollte minimal schneller sein. Na! Jetzt geschafft.
Aber ich habe leider die 3 Sekunden nicht bekommen, weil ich jetzt ein bisschen ausgebrochen bin. Das ist schlecht. Aber gut, das sieht machbar aus. Wahrscheinlich schaffe ich das sogar schneller als beim Original. Also gut, da ist natürlich, ich habe das natürlich mehrmals gemacht. Ich glaube mittlerweile 3 Mal, zumindest Making Waves. Platin. Einmal auf jeden Fall im Replay, dann in den Streams, also generell einmal so ein Run. Gold habe ich auf jeden Fall auch nochmal im Trilogie-Stream geholt, ja, aber dann habe ich das nie platiniert. Dann habe ich nochmal angefangen, kurz vor der Insane Trilogy. Da habe ich auch schon mal Platin bekommen. Jo. Und ich glaube, ich war in den meisten Runs etwa genauso gut wie jetzt. Also wenn ich jetzt hier Platin kriegen sollte, wäre das schon ziemlich gut. Also da war ich im Original tatsächlich mehrmals schlecht. Aber noch habe ich Platin nicht, auf keinen Fall. Erstmal noch, das war auch ein bisschen besser. Also definitiv, da bin ich ja innen Blitz lang gefahren. Also nochmal ein bisschen Zeit gespart. Schön auch direkt gerade hier. So. War ich mal 46, jetzt bin ich hier mit 45, das ist schon mal sehr schön. Jetzt wieder hier abusen. Und jetzt gerade auf diese Scheiß, genau, sehr gut. 53er Zeit, super. Hatte ich gerade eine 54er und damit hätte ich es, glaube ich, geschafft. Das hätte ich auch ein bisschen eleganter machen können jetzt. Aber wir haben es. Das ist das Wichtige hier. Sehr schön. Anschnallen, Jungen, irgendwas. Ja. Sehr schön. Perfekt. Also das habe ich mir jetzt problematisch vorgestellt, aber das ist natürlich auch noch nicht das Schwierigste. Jetski-Level. Da freue ich mich auf Hot Coco. Aber doch, ich muss trotzdem sagen, ich habe mehr Angst gehabt vor den Jetski-Leveln, aber das habe ich auch bei Hogwild gesagt. Beim normalen Durchrun und hatte dann bei Road Crash deutlich mehr Probleme, also das sollte man jetzt noch nicht übertragen. Dennoch fand ich das jetzt auch nicht so das Schwierigste in dem Warp Room, also ich weiß gar nicht. Ich glaube, die nicht Cheater, Under Pressure fand ich hier das Schwierigste. Aber wir haben schon mal 5 Platin-Relikte innerhalb von einer halben Stunde. Das ist doch tatsächlich ganz nice. Okay, es ist der erste Warp Room gewesen. Den mache ich normalerweise zum Schluss. Aber dennoch, ja, wobei ich mache mal einen neuen Spielstand auf hier. So. Sehr schön. Jetzt können wir theoretisch direkt Ski-Crazed machen. Also sowohl mit einem Kisten und so, als auch mit dem Relikt. Hier haben wir jetzt die Plattform dafür. Mich würde nur mal gerade interessieren, wie es aussieht da oben. Ach nee, es ist unten. Stimmt. Aber er fährt jetzt auch direkt nach unten und nicht noch irgendwie ganz komisch um den Ladebildschirm rum, der jetzt ja ein anderer Bildschirm ist. Hier, Ski-Crazed. Und da haben wir natürlich die anderen Level. Hier hängen im High und so eine Kacke. Und da hinten sieht man auch noch immer, wie die in die Level geworbt werden, ja. Das will ich mir nur mal gerade angucken. Das Fließband ist in der Ecke langsamer, aber... Was steht da oben noch so? Also Bosse complete, Localization complete. Was da ganz oben steht, weiß ich nicht. Template oder sowas? Temporal, okay. Wo wird der jetzt hingeworbt? Das hat man gerade nicht gesehen, glaube ich. Ah doch, ich glaube, das war jetzt eine Star nach Toad Village aus, aber auch keine Ahnung. Ist doch egal. Das hat man ein bisschen schöner gesehen noch. Hä? Wieso komme ich denn jetzt oben rum zurück? Und wenn ich da drauf steige, geht der nach... Das ist... okay. Warum auch immer. Was kann ich hier eigentlich machen? Interaktion. Möchtest du sie hier lassen? Ach so, man kann... Ach so. Moment, es würde mich mal was interessieren. Moment. Ich möchte sie hier lassen. Okay. Ich wollte wissen, ob man, wenn man sie hier lässt, mit R2 dann sprinten kann. Aber nein, das geht dann auch nicht. Die Funktion ist wirklich nur dafür den Wechsel reserviert. Okay. Gut. Dann machen wir uns auch mal weiter mit G-Wiz, weil noch haben wir auf jeden Fall Zeit und sollten auch eigentlich, weil G-Wiz nicht schwierig ist, den 3 Platin-Relikte pro Partschnitt halten können. Das nächste ist dann Hang 'em High, glaube ich, ne? Hang 'em High, dann Hogwild. Dann kommt, glaube ich, Tomb Time und Midnight Run. Bei Midnight Run mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen. Aber das war aber auch im Original nicht wirklich schwierig. Jetzt mal im Vergleich mit Orient Express vor allem. Aber ja, mal schauen. Was brauche ich in der 1,6 oder 1,5? Ne? Ich mal gucken. 1,5. 1,95, okay.
Scheiße. Zu viel Zeit gekostet. Kann man Superman sein, glaube ich, ne? Oder war das Double Header? Ach, ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall eine Maske. Mann! Fuck, das habe ich verkackt. Also, das schaffe ich, glaube ich, nicht. Da war Todd Bilge auch zu hart, als dass das jetzt hier in G-Wiz klappen kann. Mit so einem Kack. Aber ich habe noch die Hoffnung auf Superman. Nee, ich glaube, das war das, oder? Doch, ich glaube, das war das andere, oder? Keine Ahnung. Nee, das war das Level. Sehr schön. Mann! Ja, total verkackt. Also, da habe ich jetzt 2 oder sogar 3 Stellen total verkackt. Deswegen kann das nichts mehr werden hier. Dann rutscht er noch vom Stick ab. Geil. Das ist eine erbärmlich schlechte Zeit. Nehmen wir eine 1,10 oder so im Ziel. Nicht mal. Oh, das ist aber ein interessanter Move. Den kann ich mir merken, wenn ich meine Maske nicht verlieren will. Was relativ latten ist. Würde ich jetzt hiernach keine Relikte machen, okay, dann wäre es vielleicht interessant, weil dann hätte ich noch 2 Masken für das nächste Level, aber bei der Zeit-Challenge werden die sowieso zurückgesetzt, das heißt, das ist irrelevant. Oh Gott, das war auch schon wieder schlecht. Aber das darf man, glaube ich, ruhig verkacken, also überhaupt nicht mal. Ich will auf jeden Fall den Superman haben, auf jeden Fall. Und sich damit halt schneller bewegt. Aber wenn er mich jetzt getroffen hätte, ne? Das wäre sogar logisch gewesen. Aber dann hätte er mich auch im ersten Mal treffen müssen. Keine Ahnung, wo ich hier gerade war. Ich war auf jeden Fall langsamer, das können wir festhalten. Ich bin von rechts nach links. Ich bin ein bisschen besser im Flow. Bin ich eigentlich auch beim Superman ein bisschen schneller, wenn ich rutsch springe, oder bin ich da wirklich mit dem Laufen schneller? Wäre eine interessante Info. Das wird schon wieder nichts, glaube ich. Doch. 1,95 war es. Wir haben eine 1,537. Das reicht ja. Das reicht ja. Als nächstes kommt Hang 'em High. Das ist nicht so einfach. Deswegen werden... Also, es war im Original nicht so einfach. Ich muss lernen, das zu differenzieren. Aber wir können auf jeden Fall schon mal reinschauen. Das habe ich ja auch bei Orient Express gemacht und es hat instant geklappt. Also nicht instant, aber noch so lang, dass ich den Part nicht wahnsinnig verlängern musste. Nur 2-3 Minütchen. Das könnte auch bei Hang 'em High theoretisch funktionieren. Gucken wir mal. Was brauchen wir denn? Eine 43,80. Ich hab's zwar noch nicht erwähnt, aber momentan, Moment, der heute ist der. Moment. Ja. Hier. 23. Sonntag, der 23. Juli. Ich hätte das ganz gern tatsächlich bis zum 30. durch, also nächste Woche. Weil es eigentlich ganz cool wäre, so genau einen Monat nach. Oh, wow, fuck it. Nach Release der. Stimmt, ich kann einen Doppelsprung machen, ja, hab ich ja total vergessen in den letzten Runs, dass ich das ja machen kann. Ich weiß nicht, ob der mir geholfen hätte irgendwo. Nee, aber einen Monat direkt nach der Insane Trilogy. Das kann ich vergessen, hier brauche ich doch den Superman. Das Post-Talk-Video zu aufzunehmen. Ich weiß gar nicht, wann genau ich das Pre-Talk-Video aufgenommen hatte. Felix auf den Dingern hier sind komisch. Naja. Auf jeden Fall wäre das ganz cool. Also, ist es nicht so schlimm, wenn ich jetzt nicht schaffe, aber wäre doch durchaus mein Ziel. Oh, den habe ich ein bisschen weiter vorne eingeschätzt, also als wäre schon an dem vorbei. Na gut. Da oben war eine Zeitkiste, genau. Ja, ich muss mich nochmal so ein bisschen an die Gegebenheiten gewöhnen, da ist eine Maske. Ja, der Affe hat mich sowieso wieder genatzt hier. Dem werde ich auf jeden Fall vorbeispringen. Der kostet mich sonst zu viel Zeit. Wenn ich das nur warte, jedes Mal bei jedem Run. Kein Bock drauf. Hau ab. Mein Gott. Ach, schön. Ich habe die Kiste direkt zerstört. Sehr schön. Oh,
Das ist natürlich kacke. Perspektivisch wieder. Ja, ich scheiße. Aber gut, da kann ich auch einfach direkt auf das nächste springen. Das ist möglich. Der Doppelsprung wirkte halt komplett komisch. Auf den Tüchern. Diesmal hat er mich nicht erwischt, der Sack. Hat mir nicht, weil die Hose zerschlitzt. Frage ich mich auch, wie das überhaupt geht, dass er mir die Hose zerschlitzt, aber die Unterhose nicht. Na, der hätte mich, glaube ich, noch getroffen, wenn ich mich nicht gedreht hätte. Ne, kostet Zeit, aber ich mach's lieber mal. Ich bin relativ mittig. Ich treffe die Kiste trotzdem nicht. Sie ist weiter hinten eher. Okay, merke ich nicht. Merk Schmier. So, hier kriegen wir jetzt die letzte Maske, also die dritte Maske. Dann sind wir super. Oh, das ist so schön. Das ist so schön. Immer wieder so befriedigend. Nein, scheiße. Ah, Mann! Fuck. Acht bis neun Sekunden. Krasse Kacke. Nein, no, fuck, okay. Passt. Ich bin gesprungen. Man kann auch einen Rutschsprung um den rum machen. Das kostet aber natürlich mehr Zeit als ein normaler Sprung. Der ist aber natürlich riskanter. Aber ich glaube, da geht Zeit erstmal vor. Ich meine, das ist ja noch ganz am Anfang. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn er mich zerschnetzelt. Das weiß ich. Also ohne Superman geht natürlich gar nichts. Das ist ganz klar, aber... Ich habe mich davor trotzdem noch ein bisschen skilliger anstellen. Das hätte vielleicht geklappt. Kostet Zeit, ne? Kostet Zeit. Ich einfach ein bisschen Glück haben mit der Kiste, dass die kaputt... Da ist noch eine 2-Sekunden-Kiste hinter, das wusste ich auch gar nicht. Ja gut, dann kein Wunder, dass ich auch so viel Zeit... War die schon immer da? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich sowieso die Maske gesehen. Ja gut, dann muss ich mich auf jeden Fall komplett durchwirbeln. Das wusste ich auch gar nicht mehr. Ja, lustig. Ja, das war schlecht. Ich will jetzt schon wieder nicht aufhören. Es kribbelt mir in den Fingern. Weiterzumachen. Ist das schlecht? Na, zwei Versuche kommen. Zwei Versuche noch. Ich würde ja zu gern noch einmal durchkommen, aber mein Gott. Auch kein Weltuntergang, wenn nicht. Ich wusste, dass das passiert. Genau deswegen springe ich immer relativ früh daran. Also wirklich relativ. Also es ist trotzdem ziemlich spät, dass ich nicht allzu viel klettern muss, aber. Ich darf halt auf keinen Fall von unten in die Kiste springen. Das darf ich sowieso nicht. Stimmt, das ist eine Möglichkeit, links oder rechts von der Kiste dran zu springen. Dann mich einfach nur noch zu drehen, dann habe ich ein bisschen Weg gespart, aber ganz ehrlich, das ist nicht nötig. Das ist dann doch wieder zu viel Magic-mäßig. Das braucht man nicht. Dann mache ich es doch lieber so. Ja, wow. So am besten nicht. Sieht, dass ich jetzt auf der gleichen Höhe mit dem Skorpion bin. Das steht dafür, dass der Run schlecht ist. Relativ. Aber immerhin habe ich die jetzt instant gekriegt, das ist gut. So. Hab leider keine Zeit gerade im Kopf, wie ich hier war. Hier bin ich nur 23er. Wieder nichts, aber es wird besser. Mann, du Assi! Wo habe ich denn so großartig Zeit verloren? Also im letzten Bereich im Superman eigentlich nicht. Muss eigentlich am Anfang irgendwo sein. Wo habe ich denn viel Zeit verloren, Mensch? Where? Gut, da kann man auch mit dem Doppelsprung hoch. Geht vielleicht nochmal eine Ecke schneller. Das war jetzt schneller. Also der Skorpion war woanders. Oder ich war schneller. Aber ich glaube, der Skorpion war woanders. Wieder habe ich Zeit verloren. Hätte es besser gemacht. Da hätte ich auch direkt drüber gekonnt mit dem Gleiter.
Okay, 2 Sekunden gespart. Why not? Ich habe Zeit verloren kurz. Scheiße, Zeit verloren. Scheiße, komm. Ah, wird nix. Knapp. 1,5 Sekunden. Komm, letzter Versuch jetzt. Wo kann ich den noch rausholen? Ich weiß es nicht. Och, das nicht. Das ist nicht der letzte Versuch. Wirklich nicht. Menlo. Sehe ich nicht ein. Vor allem nicht, weil ich an so einem Schnetzelheini sterbe. Die Sache, das ist gar nicht mal so einfach. Aber auch gar nicht mal so schwierig. Einfacher Dreher war besser. Scheiße, das war schlechter. Definitiv viel schlechter. Aber wieder etwa 1 Sekunde schneller, glaube ich. Ein bisschen schneller war ich auf jeden Fall. Lauf, Schlampe, lauf, nein, fuck, aber gut, jetzt werden wir so in den Warp Room geschmissen, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, tschüss.